Ja, zur solidarischen Landwirtschaft sind wir sehr spontan durch die Corona-Krise gekommen. Den Gedanken hat man schon länger im Kopf, aber durch die Krise hat man plötzlich ganz viele freiwillige Helfer, die uns geholfen haben, diesen Garten anzulegen. Und damit kam das jetzt sehr spontan und sehr kräftig ins Laufen. Also anfangs haben wir natürlich schon uns gefragt, wie das alles werden könnte mit plötzlich so vielen Menschen hier am Hof und ob das harmoniert. Und letztlich ist es so, dass das hier schon fast ein Freundeskreis in kurzer Zeit geworden ist. Die Menschen freuen sich, wenn sie kommen, wenn sie das Gemüse sehen, die arbeiten mit, die genießen das und ja, ist einfach ganz toll geworden. Also wir bereuen das nicht. Was halt das Fantastische eigentlich war, ist, dass so schlimm die Corona-Krise war, dass diese Arbeitskräfte plötzlich da waren aus dem Restaurant und die Köche, die sowieso gewöhnt sind, Hand in Hand zu arbeiten, da die Grundlage geschaffen haben, dass das alles so schnell entstehen konnte. Wir haben immer nur ein Menü und uns ist ganz wichtig, dass wir Lebensmittel aus der Region haben. Und nicht nur die Lebensmittel sind uns wichtig, sondern auch die Menschen, die hinter den Lebensmitteln stehen. Und so sind wir zusammengekommen, eigentlich über die Ziegen, und haben dann festgestellt, wir könnten auch hier zusammen anbauen fürs Restaurant. Und ja, wie du, glaube ich, vorher auch schon gesagt hast, durch die Corona-Krise ist es deutlich schneller alles verlaufen. Und wir können jetzt die Früchte der Zusammenarbeit einfach ernten.